Guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir Heaven Dust, einen sehr düsteren Spiel, wo wir in einem Lagerhaus gefangen sind und uns unseren Weg mit einer einzigen Pistole, wie ihr es jetzt gerade eigentlich auch schon sehen könnt, freiballern müssen. Das Spiel ist gestern erst rausgekommen und wie ihr sehen könnt, habe ich das Spiel noch null angespielt. Ich habe mir nichts dazu angeguckt. Ich weiß nämlich, dass es eine Demo lange dazu schon gab. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel sein wird. Der Lärm von draußen ließ nach. Schreckliche Stille erfüllt die Luft. Ich muss etwas tun, außer warten. Es ist Zeit, einen Ausweg zu finden. Aus diesem Herrenhaus. Okay, das hier kenne ich schon aus dem Trailer. Jetzt sind wir dieser Dude. Wir haben hier ein paar Tagebücher, die können wir lesen. Da können nützliche Sachen drin stehen. Ordens Tagebuch 1. Ein Tag am 15. Januar 1998. Regnerischer Regentag. Macht mich launisch. Bob schreit mich weiter an, damit mehr Dinge erledigt werden. Ich war den ganzen Tag im Lagerraum beschäftigt. 8 Tage später. Regnerisch, ein weiterer miserabler Regentag. Ein weiterer anstrengender Tag im blöden Lagerraum. Und ich habe den einzigen zusätzlichen Schlüssel verloren. Hoffe, ich kann ihn finden, bevor Bob es herausfindet. Vielleicht ist er unter einer dieser Kisten, die ich trug. Das wäre eine verdammt beschissene Woche. Ich werde wirklich jeden Text dieses Mal vorlesen. Und aus dem Trailer heraus weiß ich schon, dass man das Ding hier wegschieben kann. Die Kiste da, die brauche ich, weil ich da alles Mögliche drin lagern kann. Das wird noch wichtig. Oh, der zweite erste. Der 1. Februar. Bewölkt. Ich habe heute von den Botanikern gehört, dass die eingetopfte Grünpflanze in dieser Forschungsrichtung heilende Eigenschaften hat. Einer dieser Botaniker, Riley, erzählte mir, dass er etwas Pulver mit einem Stück grünem Kraut und einem anderen Kraut vermischt hat, welches eine bessere therapeutische Wirkung erzielen konnte. Aber ich bin viel besorgter, dass das Virus wirklich durchgesickert ist, wie die Gerüchte es sagen. Ich hoffe es nicht. Oder wir stehen gefährlich kurz vor dem Abgrund. Ich bin zufällig auf Bob gestoßen, der etwas in der Wandlampe außerhalb seines Büros versteckt hatte. Er kann einfach nicht aufhören, seine Schmuggelware überall zu verstecken. So, das muss ich jetzt auf jeden Fall wegschieben. Schieb. So, und hier liegt jetzt der Schlüssel, ne? Ja. Und hier liegt auch irgendwas drin. Munition. Die werde ich auf jeden Fall brauchen. So, jetzt kann ich hier das Item auswählen und damit die Tür öffnen. Da liegen Patronen. Da ist ein Loch. Da ist die Kiste, womit ich das Loch wahrscheinlich zumache. Zu. Hier ist offen. Bitte steh nicht auf. Ein Schlüssel. Alle? Okay, dann steh halt nicht auf. Und noch ein Protokoll. Bottenpap hat mich heute angeschrien, als ich versucht habe, eine leere Weinflasche wegzuwerfen. Merkwürdig, wenn ich mich richtig erinnere, trinkt er nie. Warum stellt er so viele leere Flaschen in sein Büro? Wir sind verdammt. Es ist wahr, das Virus hat sich hier schon eine Weile verbreitet und einige von uns reagieren bereits darauf. Es liegt mehr da und mehr davon in der Luft und keiner kann dem anderen mehr trauen. Tom hat heute unglaubliche Spielereien gemacht. Er nahm das Handrad mit zum Waschraum und schloss sich ein. Als wir ihn fragten, begründete er sein Verhalten, das Innere des Geheimraums zu beschützen. Okay. Also dafür brauche ich irgendein Rad. Das nehme ich mit, weil es hieß ja Kraut und Heilen. Ich will da nicht lang gehen. Hier brauche ich, glaube ich, einen Schlüssel. Das hieß ja Schwertgriffschlüssel. Rotes Kraut, das kann ich doch mit dem Grünen kombinieren. Habe ich das richtig? Ja. Die Musik, die ist auch im Hintergrund richtig bedrohlich. Noch mehr Munition? Je mehr, desto besser. Die Leute verstehen es nicht, da ich die Zeit auf dieser kaputten nur als Erinnerung an das Passwort zum Öffnen des Safes nehme.
Ich lache nur darüber. Für mich ist es so einfacher. Obwohl ein dreistelliger Code nicht so schwer zu merken ist. Wenn ich vergesse, je älter ich werde. Oder es liegt vielleicht an all dem Stress, der von meinem Job ausgeht. Also habe ich mich entschlossen, einen Weg zu finden, der mir hilft, das richtige Passwort zu finden. Hinweis: Auf den Sofas liegen Weine, trinken und die Bilder bewundern. PS, die kaputte Uhr gehört zu einem Code, aber nicht zu meinem Safe. Teufel nochmal, einer der Tester Tiger hat Riley gestern Abend angegriffen und er zombifiziert jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Situation noch unter Kontrolle halten können. Ich hoffe, dass ich die Waffe in meinem Safe nicht einsetzen muss. Immer mehr Mitarbeiter werden infiziert. Ich habe diese beiden Bilder im südlichen Korridor entfernt, um die Schiefertafel im Büro zu schützen. Niemand kann jetzt den verborgenen Mechanismus auslösen. Okay, dahinter ist irgendwas versteckt. Ich sehe auf jeden Fall ein Sofa. Danach hieß Flaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lese ich. Und ich sehe 3 Bilder. Heißt 1, 6, 3. Richtig? Nein. 1, 6, 2. 1, 6, 4. Habe ich was übersehen? Ach nee, 1, 5, 2. Nee, 1, 5, 3. Und da ist meine Knarre. Die brauche ich auf jeden Fall. Ausrüsten. Und das kombiniere ich auf jeden Fall damit. Okay, R, um die Waffe anzuheben. Y, um zu schießen. Und X zum Nachladen. Okay, hab's verstanden. Da muss ich wahrscheinlich Bilder hinhängen. Hallo? Ich hab dich gerade so noch lang krabbeln sehen. Am besten, nachdem ich einen umgebracht habe, lade ich nach. Okay. Was schleicht ihr euch denn immer so? Ach, ich liebe Zombie-Spiele. Da kann ich immer so schön rumballern. Hier soll ich doch bestimmt auch irgendwas machen. Die Frage ist noch was. Wir werden es noch erfahren. Bin ich eigentlich teilweise im Arsch oder warum ist der Bildschirm so eingerahmt? Ich schiebe auf jeden Fall jetzt erstmal diese Kiste in das Loch da hinten und dann speichere ich einmal kurz ab. Ich werde die Parts hierzu wirklich kurz halten, also so maximal 10 bis 15 Minuten. Weil ich weiß, dass das Spiel nicht lange geht. Du stehst sicherlich auf, wenn ich versuche, das an deinem Hals zu nehmen. Wusste ich's doch. Es war zu offensichtlich. Und dadurch sehe ich einen Jumpscare. Da versteckt sich nämlich einer hinter dem Vorhang. Ja, ich habe dich gesehen, mein lieber Siegfried. Ach ja, ich wollte abspeichern. Plus... Da. Speichern. So, sicher ist sicher. Und da ich noch nicht weiß, was ich damit soll, packe ich das erstmal da rein. Ich wollte einmal den Schlüssel und einmal die rote Pflanze, die ich da hinten noch so im Vorbeigehen gesehen habe. Ach nee, das ist eine Batterie. Und ich sehe auch ein Bild, was ich wahrscheinlich für die Stelle da unten brauche. Okay, ich benutze den Schlüssel am besten noch nicht. Sondern ich gucke erstmal, dass ich dieses Rätsel da vorne löse. Ich glaube, die Batterie brauche ich hier. Ein Generator, ja. Hier brauche ich auf jeden Fall safe die Batterie. Die Frage ist, kann ich die wiederverwerten? Okay. Müssen die alle in meine Richtung zeigen? Hallo?
nein, die müssen in die andere Richtung zeigen. Okay. Ich wollte die erstmal so umdrehen und dann einmal komplett den Kreis drehen. Aber so ist auch in Ordnung. Munition, nehme ich. Rotes Kraut, nehme ich erst recht. So. Ich weiß nicht, was ich mit dem grünen Kraut soll. Ich denke mal, diese Schiefertafel brauche ich noch für irgendein Rätsel. Also lasse ich es erstmal da liegen. So. Ich glaube, ich komme gerade relativ gut voran. Und ich glaube, dieser Raum, den ich gerade betreten habe, also der hier, der Lagerraum, das ist ein Safe Spot. Ach komm, ich hole eben die Schiefertafel und lege die in die Kiste. Ich glaube, da ist sie nochmal besser aufgehoben als da hinten. Vor allen Dingen brauche ich die Batterie hier. Ja, die kann man wiederverwerten. Scheint zumindest so. Ach, scheiß drauf. So. Ich habe keinen Bock nochmal zu laufen. Dann laufen wir jetzt mal weiter. Und gucken, was wir hier noch so finden. Die Schiefertafel, die lege ich auf jeden Fall jetzt hier rein. Und hier brauche ich den Schlüssel. Kriege ich einen Jumpscare, wenn ich jetzt das Buch lesen will oder wenn ich da an den Vorhang gehe? Okay, 8. Oktober 1997 bewölkt. Ich bin zum Teamleiter befördert worden. Das erste, was ich getan habe, ist, das Passwort des Safes im geheimen Raum zu ändern. Damit ehre ich den heutigen Tag. Ah, okay, ich muss mir 8. Oktober merken. Und mit geheimer Raum ist wahrscheinlich das bei diesem komischen Teil da gemeint, wo es hieß Waschküche. Das Virus ist stark. Es könnte den Stoffwechsel dramatisch beschleunigen. Die Körper der Wirte verrotten schnell. Unbekannt. Ich bin hier seit einem ganzen Tag gefangen. Ich kann jetzt niemandem vertrauen. Sie müssen von dem Virus infiziert worden sein. Der verfluchte Riley hat mich gekratzt und meine Wunde juckt. Zumindest bin ich hier in Sicherheit. Ich kriege den Jumpscare wahrscheinlich, wenn ich da dran gehe. Naja. Eigentlich wäre es ein Jumpscare, aber es scappt mich irgendwie null. Wertmarke. Keine Ahnung, wozu ich es brauche. Ich lege erstmal die Batterie beiseite. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Ich will erstmal gucken, was hier ums Eck ist. Du wirst doch bestimmt aufstehen, wenn ich jetzt drankomme. Der steht safe noch auf. So, ich habe eine Wertmarke. Wofür brauche ich die überhaupt? Hier ist nochmal Munition. Die nehme ich gern. Und hier brauche ich wahrscheinlich die Batterie wieder. Oh. Was kann ich hier denn alles kaufen? Schießpulver. Nehme ich. Grundriss des Gebiets. Ah, wahrscheinlich kann ich das Schießpulver damit kombinieren. Und dann kriege ich wahrscheinlich mehr Munition. Alles klar. Wo das Gemälde hinkommt, weiß ich. Und hätte der Dude da unten jetzt die Güte mal aufzustehen. Auf jeden Fall hänge ich das eine Bild schon mal hier hin. Es sind offenbar zwei. Wir haben ja auch das zweite schon gesehen. Gewissermaßen. Nachladen nicht vergessen. Und jetzt hieß es auch noch, man könnte das Pulver mit dem gemischten Zeug da verbinden. Probieren wir das auch noch aus, bevor wir jetzt hier Schluss machen. Gemischtes Pulver. Zusammen mit das. Okay, man kann das nicht verbinden. Aber was ich machen kann, Patronenhülsen.
kombinieren. Und ich habe noch mehr Muni. Und jetzt verstaue ich das erstmal. Und mache hier den Cut für heute. Ich denke mal, für eine Folge war das relativ produktiv. Erwartet nicht, dass ich von so etwas erschreckt werde. Also es braucht wirklich mehr, damit ich erschrecke. Vor allen Dingen, ich bin auf Zombie-Spiele eingestellt. Die scaren mich null. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich sag dann hiermit ciao.